Hallo und herzlich willkommen zum Interview beim SV Meppen. Gesprächspartner ist Thilo Leugers. Der 26-Jährige hat gerade erst seinen Vertrag bis 2020 verlängert. Hallo Thilo. Hallo Uli. Thilo, Vertragsverlängerung im Oktober ist ziemlich früh, oder? Oder spät. Ja, nee, ich meine, klar, ich hätte noch bis Sommer 2018 gehabt, aber es passte bei beiden Seiten ganz gut. Warum dann nicht im Oktober? Der Trainer Christian Neidhardt hat gesagt, er glaubt, dass du dich hier pudelwohl fühlst beim SV Meppen. Wie wichtig ist die Komponente Wohlfühlen, wenn man einen Vertrag unterschreibt? Klar, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen, dass wenn man sich wohlfühlt und heimisch fühlt, dass es dann auch einfacher auf dem Platz ist. Und genauso ist es bei mir der Fall. Welche Rolle spielt der Erfolg? Oh, auch ein großer, klar. Wenn ich jetzt sagen würde, wir dümpeln nur unten rum in der Regionalliga, dann macht es automatisch auch weniger Spaß. Und ich glaube, dann wäre es einem auch nicht so leicht gefallen, nochmal direkt so zu verlängern. Ja, du hast gesagt, hier im Emsland könnte noch was wachsen. Was hast du damit gemeint? Ja, ich glaube, wenn man sieht, dass wir, ich glaube, viertmeiste Zuschauerschnitt haben in der ganzen Liga, ich glaube, dann sieht man schon, dass die Region genau das darauf gewartet hat. Und ich glaube, der Verein kann noch größer werden und das nicht vielleicht in den nächsten 2 Jahren, in den nächsten 3 Jahren, aber dass auf Dauer dann noch mehr möglich ist als die dritte Liga. Du kommst aus Anderfenne, bist Emsländer. Wie wichtig sind Emsländer im Kader des SV Meppen? Ich glaube, es ist für die Fans auch ganz schön, wenn Leute aus der Stadt oder aus der Region kommen. Und da haben wir jetzt mit Yannick, David, der jetzt mittlerweile eigentlich schon ein gefühlter Emsländer ist. Wen haben wir denn noch? Torben natürlich. Ja, ich glaube, das ist umso schöner, wenn man ein paar dabei hat, wo die Leute auch sehen können, dass es auch wirklich Emsländer sind oder diese vielleicht auch kennen. Ich glaube, das ist schon ganz schön. Du studierst auch. Doppelfrage, was und wie ist das mit dem Profifußball zu vereinbaren? Ja, ich studiere soziale Arbeit, dual, und ja, ich arbeite 15 Stunden die Woche und dann habe ich einen Unitag und eigentlich am Wochenende meine Seminare, meine Grundlagenseminare, was ein bisschen schwierig ist, jetzt in der dritten Liga das auch wirklich hinzubekommen. Weil ja, es ist schwierig dann zu sagen, ich bin mal am Wochenende gegen Osnabrück, bin ich nicht dabei, weil ich ein Seminar habe. Aber ja, ich versuche es ein bisschen so hinzubiegen, dass es auch wirklich klappt. Kurzer Rückblick auf das Spiel in Wiesbaden. Wie waren die Anteile von Glück und Können? Ich glaube, in der ersten Halbzeit war es viel Können. Ich glaube, da haben wir ganz wenig zugelassen, Wiesbaden gar nicht reinkommen lassen. Tief gestanden, so wie wir es auch wollten. Und genau im richtigen Moment das Tor gemacht. Und zweite Halbzeit, das ist ganz, ganz viel Glück, glaube ich. Und aber auch Können. Ich meine, wenn man sieht, wie Erik da 2-3 rausholt, das ist ja nicht nur Glück, glaube ich. Und ja, ich glaube, das ist war schon viel Glück dabei auf jeden Fall. Es ist unglaublich, was der Schäffler alleine versemmelt hat da. Ihr habt nach 12 Spielen 18 Punkte. Bist du überrascht, dass es so gut läuft? Ja, überrascht auf der einen Seite schon, weil ich glaube, damit kann man nicht unbedingt rechnen, als Aufsteiger direkt Sechster zu sein mit 18 Punkten, aber auch nicht komplett überrascht. Also ich glaube, man sieht schon, dass wir das vom letzten Jahr ganz gut durchgezogen haben, auch die Mannschaft größtenteils zusammengehalten haben und ja, dann sieht man auch, dass man, wenn man wirklich eine Einheit ist, was man dann alles bewegen kann. Hat dich denn der Gegner Fortuna Köln überrascht? Umbruch geplant, jetzt Tabellendritter, 27 Punkte? Ja, kann immer schnell gehen. Ich glaube, das beste Beispiel sind wir selber. Letztes Jahr war auch der Umbruch geplant und wir sind aufgestiegen. Also ja, ich glaube, die haben ähnlich wie wir, so wie ich das rausgehört habe, viele Jungs dabei, die schon länger dabei sind, beziehungsweise auch eine gute Einheit. Und ja, also komplett überraschend dann nicht, aber dass sie natürlich so klar da oben mitspielen, ist natürlich schon teilweise überraschend, ja. Worauf kommt es bei euch am Samstag an? Dagegenhalten. Ich glaube, es wird viel mit langen und längen Bällen gespielt, auch Standards gefährlich. Und ja, ich glaube, dass die Fans im Rücken ganz wichtiges Ding sind und ich glaube, dass wir auch da bestehen können. Thilo, wir drücken die Daumen. Danke fürs Gespräch. Das war das Interview beim SV Meppen. Tschüss, bis nächste Woche.